Sieht er die Leiche oder er nicht so? Das ist der Wind meiner Messer. Wer ist der? Verdammt nochmal! Hier sieht mich doch niemand. Die Kommunisten sind hier in der Nähe! Kommunisten! Scheiße! Er ist dort! Alarm! Na gut, wenn die jetzt alle ankommen. Ich will nur sicher gehen, dass die Tür ja wirklich verschlossen ist. Uah. Ich dachte, wir können da durchschleichen. Die wissen aber nicht genau, wo ich bin, ne? Bleib doch mal, Alter, wie so ein Ameisenhaufen. Bleib doch einer mal ein bisschen stehen. Na komm schon, ich lauf da gleich rein, das ist mir zu blöd gerade. Ich erleide gar nichts. Höchstens deinen schlechten Mundgeruch. Dafür lassen wir sie bezahlen. Komm schon, die kommen irgendwie gar nicht herein, ne? Die bleiben nur da drin in diesem Raum. So. Das Einzige, was du kriegst, ist eins auf die Schnauze. Ich habe nicht zu viel versprochen und einer hockt da noch im Gemüse. Mist. So, und einer tanzt da auch noch rum. So, damit haben wir erstmal Ruhe. Ich hoffe zumindest, das war es. Die Musik hat sich beruhigt, das ist gut. Und jetzt können wir hier easy alles aufsammeln. Das ist doch sehr schön. Ich glaube, ich hätte ja doch durchschleichen sollen und rummessern, aber egal, da haben wir ein paar mit Messer ausgeschaltet. Leider wurde ich dann entdeckt. Ach, wie geil. Ach, wie unten ach, igitt. So, wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können, auch Dynamit. Und hier haben wir noch eine Knarre, die können wir nicht mitnehmen. Dafür Munition. Ohne Ende Munition. Falls übrigens gefragt wird, ich weiß selber nicht, wie das kommt, aber wir spielen auf der Schwierigkeitsstufe normal. Und das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte, zumindest jetzt momentan noch. Ach, warte mal. Krieg bleibt immer gleich. So. Hier oben ist auch niemand mehr. Wie können wir jetzt Pavel befreien? Ich weiß es noch nicht. Wer baut denn hier so eine komischen abstrakten Gebäude mit so komischen Platten hier über die Decke verteilt? So, was mache ich denn jetzt hier Schönes? Da geht's wieder runter. Das ist natürlich sehr schön, da hätten wir uns hochschleichen können.
Und das ist ja auch sehr schön. Haben wir ein bisschen Licht ausgemacht, aber wo genau wir jetzt weiterkommen, weiß ich nicht. Den kriegen wir nicht auf. Ah, Wichort. Wichort. Ausgang. Das hier ist das Scheißerle, da geht's weiter. Ja, Ausgang. So, haben wir hier noch irgendwas drin? Können wir da noch irgendwas machen? Nee. Wer ist da? Mich schieße, Mann! Nimm alles, aber töte mich nicht! Bitte! Ich will gar nichts von bitte, dir. Bring mich nicht um! Ach. Einen aus den eigenen Reihen, Mistkerle! Wie aus den... Gott, wie ich dieses Leben hasse! Die Menschen sind schlimmer als Bestien! Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben ihren Kollegen hier ins Gefrierding gesperrt. Ich hasse diese Reinblütigen. Bäh. Nimm dir alles, aber lass mich in Frieden, bitte. Wieso ist der hier nicht durch? Zum Glück bin ich nicht verdächtig. Ausgeschaltet. Dort steht noch einer. Kann ich hier die Lichter irgendwie ausmachen, aber ich sollte ja eigentlich sowieso nicht sichtbar sein. Ich glaube, ich muss die Messer wieder einsammeln. So. Einige Messer kriege ich zurück. Ich glaube, ich brauche auch mehr Wurfmesser, wie es aussieht. Die Frage ist nur, wo kriegt man die so einfach her? Man ist ja nicht gerade reich an Wurfmessern. So, du hast noch eins von mir. Vielen Dank. Das nehme ich gerne wieder zurück. So. Dunkel. Dass die sich nicht wundern, wenn man neben denen so einen Kollegen absticht, das wundert mich ja wiederum. Abgeschlossen. Mist. Und die Lampe kriegt man gar nicht aus? Nee. Okay, dann schleichen wir nach unten. Ah. Na, das nehme ich doch gerne. Wenn das weiter so geht, sind wir echt bald reich. Ach du Scheiße. Der Rotten kommen! Er ist tot! Was? Der hatte Kopfschmerzen. In Ordnung, Jungs. Rücken wir ab. Schön langsam. Was ist los? Und ich stehe hier oben gemütlich und die sehen mich nicht. Naja, dann
Das Problem ist nur, wie soll ich die jetzt erwischen? Ach Mist, ich habe natürlich meine Deckung verraten. Ich Idiot. So ein Schuss bleibt ja nicht unbemerkt. Huch. Geht das Handy plötzlich an? Boah. So, laden wir nach. Oh, ich brauche Munition. Da ist noch einer. Und da unten ist auch noch einer. Der erwischt mich aber nicht. Komm, komm, komm. So, ich glaube, das war's. Und wir brauchen dringend Munition. Kann ich die Lampe ausmachen? Nein. Reich! Ich wäre auch gerne reich. Und da unten sind auch noch ein paar Bastarde. Wir können auch mal eine andere Knarre nehmen, eigentlich. Pumpe deine Luftdruckwaffennamen in R und zusätzlich LMT drückst. Was zum Teufel? Was ist los? Nein, ich will doch gar nicht nach oben. Ich will doch nach unten. Hallo? Nein! So, das war er. Huch! Okay. Ob es sicher ist, hier rauszukommen? Irgendwo steckt hier noch einer. So, das war er. Ich mag die Knarre. Und da sind noch welche. Und da hinten liegt noch irgendwas unter der Treppe. Das gucke ich natürlich auch gleich mal nach. Ah, da hinten sind sie ja. Ach nee, das war nur Wasser. So. Und es ward Finsternis. Also fast. Jetzt aber. Die Musik ist toll. Finde ich ja schön, dass die Musik noch überlebt hat. Ach, gucke mal. Boah, fuck, 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 fuck. Kam da einer von hinten? Das sah aus, als hätte da einer von hinten geschossen. Das mag ich ja gar nicht. Kann mich aber auch getäuscht haben.
Ich glaube nicht. So, rausdrehen und abräumen.